Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK Story Modded. Und ich habe hier gerade einen 85er Galvarix gefunden. Ich nehme eigentlich gerne einen Pfeil reinjagen, aber das ist ein bisschen blöd gelaufen. Das habe ich wieder geladen. Vier Pfeile hat er schon drin. Und so viel halten die ja nicht aus. Und der ist, glaube ich, eventfarben. Nicht, dass die normalerweise rot sind. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ein Männchen oder ein Weibchen? Wir haben ein Männchen zu Hause. Nicht sehen. Werden wir uns jetzt jedenfalls schnappen. Und uns dann nochmal angucken, was hier so abgeht. Eigentlich echt easy, so Galvarix. Dadurch, dass die diese... den Debuff-Farben vom Powern Weg gehen. Kann man den mit dem Vogel halt echt mega leicht zählen. Dann nochmal schlafen. Eins. Drei. Drei. Hoch. Und nochmal warten, bis er wieder so weit ist. Ja, das ist echt chillig. Das ist eigentlich schon fast so einfach. Und ich hoffe mal, das klappt ganz gut. Autsch. Sag Galvarix. Eigentlich habe ich mir was anderes vorgestellt heute. Und dem würde ich auch viel lieber nachgehen. Denn Turkey Trial hat angefangen und ich möchte ein paar Truthähne abschlachten. Für die neuen Skins. Jetzt mach hin, die Kampfmusik ist mega laut, ich habe immer noch vergessen, die runterzustellen. Ich müsste jetzt jeden Moment wieder galvern. Kann ich das jetzt sehen? E-Mail. Warten wir noch kurz, das müsste jetzt so der vorletzte oder so sein. Also ein Klaus-Vibe ist halt mega buggy. Und ich war Mottersteller melden. Nicht ein bisschen blutig. Wenn mir wegstirbt. Na, geht. Müsste jetzt auch eigentlich langsam mal soweit sein. Hinsetzen. Da ist er. Gute Nacht. Ja, Leben war jetzt nicht mehr so geil. So, wir lassen den jetzt mal. Lassen wir den hier liegen? Ist das eine schlaue Idee? Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist. Nicht, dass irgendwas kommt und den wegsnackt. Soll hier oben kommen. Hier ist jetzt nicht so viel weit. Auch nichts bauen, ohne den weitgehend zu verlassen. Mal, ob hier irgendwo Prime Meat rumläuft. Dinger geben, glaube ich, keins. Die geben keins. Welche geben auf keinen Fall welche. Mahmuds? Mahmuds könnten. Bin nicht sicher, ob Mahmuds geben. Machen wir einfach mit. Na, es ist auch einfacher zur Base zu fliegen und einfach kurz welches zu holen. Ja, das ist auf jeden Fall, das war jetzt spontan.
bin einfach nur ein bisschen rumgeflogen, es ist wirklich dunkel. War mega nervig. Du hast ein bisschen Pride von der Base, da wächst gerade der letzte Archie hoch, der dann auch ein 212er ist, wie das Männchen. Wachsen gerade 4 Alos hoch, die dann helfen können, Wishbones zu sammeln, weil die Viecher wohl asozial stark sind, die Super Turkeys. Richtig Bock auf das Chibi von denen. So, guten Tag. Ja, guten Tag. Alle möchten etwas Liebe. Du möchtest ein Simple Kill, kannst vergessen. Knuddeln. Willst du knuddeln? Ich möchte mit mir spazieren. Das kriegen wir auch nicht mehr. Glaube ich. Mit? Los. Los. Ja, aber er kommt nicht raus. Können die alle mal mit rausnehmen. Er kommt. Wollte ich eigentlich hinkriegen. Gut, sehr gut. Okay, nicht so gut. Ja, 2. Was mit euch beiden gerade zu mir? Mit dir zumindest. Komm her. Du wirst es ja wohl schaffen, aus dem Arsch deiner Mutter zu kriechen. Komm her jetzt. Jetzt gehst du, jetzt drehst du mal um. Ja. Dreh dich nochmal, genau. Und spazieren. So lange, bis du glücklich bist. Nicht lange spazieren. Auch der, ne? Ja. War das? Ah, finally. Nein. Komm. Ihr bleibt hier. Ein neues Ei. Mating. Wir packen die rein. Haben wir Primit noch? Der Primit. Prim. Dann holen wir uns doch mal einen Galva. Die Jobs sind dann nicht mehr normal. Huch! Ein Alpha? Lass mich mal zuhören. Dankeschön. Einfach mal so eine komplette Suppenküche gekriegt. Und 2 Veggie Cakes. Wenn ich die rein tue, frisst er mir die. Damit wir jetzt Ovis zählen können, würden wir welche finden. Einfach nur in diesem Job. Echt, das ist so krank. Inuhorn, wofür auch immer. Ja, was wir mal gucken könnten. Ich habe hier vorne ein Kalikotherium gesehen mit Level 130, was natürlich sehr, sehr geil ist. Hier an der Seite. Da würde ich gerne mal Bier für holen. Und ich würde mal kurz die Wölfis hier angucken. 45. Waren auch nicht so, ne? Mit Lobbys. Na geil, wir brauchen sowieso noch. Und war das das hier? Mir gerne zähmen. Brauchen ja sowieso einmal alle Viecher zum. Also einmal zähmen für einen Erfolg. Und ich finde die eigentlich auch. Oh mein Gott, der geht jetzt nicht hier zu meinem Dings, oder? In eine Richtung, die mir besser gefällt. Da liegt er noch. Einsam und allein. Können wir auch mal gleich so ein bisschen abladen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Wasseraufbereiter oder Fell. Wenn es ein 150er Event-Stego. Weil das ein hässliches Event-Color-Ding ist und halt ein Stego. Kein Mensch braucht Stegos. Der Taube auch nicht, oder? Und
Nope. Zusammengerechnet würden die nichts taugen. Ja, ich frage mich, was mit der Paleo-Arc-Mod ist. Oder irgendwie, ob die mal rüber portiert wird oder so. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schwer ist. Da eben so 3, 4 Skins rüberziehen. Die meisten können ja nichts. Also die haben ja wirklich nur einen Reskin. Vielleicht wird es ja auch boykottiert. Nimmst du Kabel, bitteschön. Also du, gib mir mal ein bisschen von deinem Scheißdreck hier. Zum Beispiel kannst du mir auch alle geben. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Und ich. Jo, 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 jo. Und jo. Mit. Fleisch nehmen wir mit. Dinohorn nehmen wir mit. Hey, Moshops. Erstmal hier. Dann kriegst du hier und sowas. Mein einziges lebender Kühlschrank. Die Veggie Cakes kann ich halt nirgendwo reinmachen. Ich werde mir die alle wegfressen. Hier reinlegen. Mal hier rein. Rein. In. In Waffen. Rein, das hier rein. Mit rein. Und hier Large Storage. Mit das Schlechteste gewesen. Ja, gut, dann. So, Galvarix, ich brauch Bier. Bier, Bier, Bier. Nur mal das Bier hingelegt. Nee. Bin ich hier reingetan? Nehmen wir ein neues Bier mit. Ja. Auf. Davor. Hier verbacken. Schön. Oh mein Gott, der sieht ja auch. Sah gerade so lilarig aus. Der Galva kriegt ein bisschen Narkotik, der wird ohne nicht schaffen. Dann geht's weiter. Im Calicoterium. Obwohl ich glaube, es macht mehr Sinn, zum Calicoterium zu gehen. Ist das schon mal. Na egal, wir müssen sowieso. Nice, dann haben wir ein Mating Pair. War nicht so geil, aber. Reichend. Schlafen. Uns gleich, wenn du gezähmt bist, I guess. Da möchte ich jetzt ein Bier. So dumm, dass das einfach sich. So. Nicht uns hast, ne? Nee. Da muss ich den Kollegen da vielleicht nicht töten da. So. Dies Passive Tape, ich habe mich nicht drüber informiert. Aber die werden aggro, was? Was, was, was? Wie, die werden aggro. Als ob. Auf ein bisschen Bier und werden direkt aggro. Ist ja wie im wahren Leben. Der hat wie viel gekriegt? Dann? Den glaube ich mal hier unten reinziehen, das ist glaube ich sicherer. Den unten rein. Jetzt wieder chill. Gut, Tames im Shop. Den nehmen wir mit hoch. Dem traue ich keinen Meter. Noch töten, also hier wegmachen. Durch den nächsten. Meinst du, ich habe die nicht gesehen? Ich möchte meinen kalikotherischen Freund gerne haben. Jetzt noch nicht. Dann halt nicht. Kein Problem, damit auf dich zu warten. Wie?
Ein Bier würde ich mir schon auf den Nullslot legen. Und hier. So, Times of Progress. Wahrscheinlich warten, bis der wieder. Noch Aggro? Nicht mehr. Komm mal mit. Hier runter? Komm, komm hier runter, komm. Ja, nice. Ich erstmal hier unten. Kann der ein bisschen abkühlen. Galva ist jetzt zur Hälfte. Das ist schön. Können wir ein bisschen durchgucken hier. Drei, vier, sechs, acht, zehn. Wir brauchen sechs Bier für den. Lobbywölfe, die können wir noch kurz töten. Ich hoffe, dass es besser spawnt. Lobbywölfe stirbt. Viele Kanos hier. Mit Newty, da sind noch Wolfies. Oh mein Gott, sieht der krank aus. Leider nur Level 5. Ovis? Das ist ein Ovis! Komm schnell, Ovis! Oh mein Gott! Lel! Das ist zwar nur ein Level 5er Ovis, aber das werde ich mir sowas von schnappen. Geil! Das ist Luck! Cool. Dann haben wir schon mal ein Männchen für die Ovis-Zucht. Vielleicht finden wir auch noch ein Weibchen. Wer weiß. Na, das ist so süß. Hier geht es langsam voran, das ist gut. Da müssen wir mal ein bisschen Futter kriegen, der Galva. Ein bisschen Narkotik. Erstmal bringen wir unser Schaf in Sicherheit. Schafe können übrigens Babys haben. Eigentlich habe ich gehofft, ich finde einfach ein paar Ovis mit Babys, dass ich die Babys claimen kann und mir gar nicht die Mühe machen muss, Veggie Cakes zu machen. Aber jetzt haben wir sie aus dem Job und wenn es uns angeboten wird, ja, Asoziales abzunehmen. Drei potenzielle Tapes jetzt schon ungewohnt. Ich kann gleich mal hier vorne gucken, ob hier Turkeys sind. Also wie ich gelesen habe, sind die aggro. Ich weiß nicht, ob die schon immer so aggro waren. Ich glaube nicht. Ovis, chill. Chili Vanilli, alles gut. Ich werde dir jetzt etwas geben und dann bist du ganz friedlich. Pass auf. Rauspacken muss, damit es so flüchten kann. Die Veggie Cake? Ja, ich hab doch hier. Das ist noch im Rennmodus, glaube ich. Wenn ich hier aufmache. Müsste es nicht eigentlich dann imstande sein, hier wegzurennen? On a walk? Gibbel? Du bist dir noch nicht ganz sicher, dann gehen wir erstmal hier spazieren. Wo eigentlich hier? Kurz stehen lassen. Eingekriegt? Nee, ne? Nee. In dem Fall. Oh. Lass es jetzt mal hier vorne hoffentlich kontrolliert laufen. Das hat sich eingekriegt. Schnell, 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 schnell.
Ovis, mitkommen. Ja. Jetzt schön unser Häuschen, damit ich auch ja nichts töte. Zum Beispiel, na, bitte nicht, aber ein Tavis, der da hinten rumprubbelt. Nice, wir haben ein Schaf. Auch ohne, dass es so kommen sollte. Kollege, was machst du denn hier drin? Komm mit. Da ist nichts mehr drin verloren. Du bist viel zu groß für den Baby-Nachtschuppen. Mit? Ja, so? Okay. Bist du auch das Simple? On a walk. Okay, du kannst nochmal mitkommen. Was? Ein Character Movement. Der ist befriedigt. Hier. Oh, der ist. Der läuft, glaube ich, gerne. Hast du? Ein bisschen weniger gerne laufen, danke. Komm. Ich gehe jetzt mal hier kurz zu den anderen vor. Ja. Und hier die Luke dicht. Geht es dicht? Luke dicht machen. Dann auf zum Calico. Dunkel und ich hab. Guck mal, was das Calico sagt. Gegen Baum fliegt, der Baum einfach umdötzt. Müsste jetzt eigentlich okay sein mit nochmal. Im Tims im Schiff bleiben. Müsste eigentlich okay sein mit nochmal füttern. Gucken wir mal. Im Galva hoffe ich jetzt einfach mal, dass der klappt. Huch. Wie hier lang? Ich weiß nicht mehr. Noch hier hinten lang. Da fallen jetzt auch nicht mehr einfach random runter. Das heißt, solange hier keiner einen jagt und der wegrennt und hier runterfällt, müsste das Calico safe sein. Ja, ich bin weg, ich bin weg. Wenn ich denn mal weggelassen werde. Verstanden, hab's verstanden. Auf mich mit Schnee zu bewerfen. Gut. Was ist denn das eigentlich jetzt für ein ekliger Himmel? Moment mal kurz. Pack mal kurz die anderen auf den Server. So. Ich finde, es geht im Dunkeln aufnehmen, aber es ist halt ganz oft mega nervig. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Oder nicht. Wenn wir hier so ein bisschen nach rechts fliegen, ist das ein Event oder ein... Okay. Ein Event, Mami. Fliegen wir mal hier rechts gleich so ein bisschen das Stück hier ab. Manus greifen nicht an. Das ist ein Alpha, fuck you. Fuck you und your whole family, bro. Ich hab keinen Bock gerade. Haben die nicht Headshot Damage gekriegt oder waren die das nicht? Sind das nur die Raptoren? Gib Kanu, keiner mag dich. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt hier leben darfst. Du kannst dich wieder melden, wenn ich ein Chibi habe und du mir irgendwie nützlich werden kannst. Vorher habe ich keinen Bock auf Alpha Kanus.
Oh, Bitch. Theodon jetzt an, wenn ich lande. Ich will jetzt hier an, wenn ich lande. Ein beide Schütze. Das wegpacken. Ist auch. Hier rein damit. Gut, das sollte reichen. Aliko muss noch hungern. Lassen wir einfach mal hungern. 12. 110 oder 10? Level Archie-Gesicht. Was ist das denn? Ist das ein Yuti oder? Nee, ist Galvat. Galvat aber leider auf einem sehr niedrigen Level. Sorry, aber du kannst nichts. Das ist nur fürs Sterben bestimmt. Ein bisschen rum. Ein Galva haben wir schon gesehen. Suchen nach Ovis, wir suchen nach Galvarexen, wir suchen nach Mororaptoren. Generell nach High-Leveln. Finden wir noch ein schönes Kaliko. Dann könnten wir vielleicht mal noch mal eine Zuchter starten. Die sind relativ stark. Das Ding ist, ich muss das dann wieder irgendwie hier runterziehen. Oh, what the fuck? Lel. Oh mein Gott, das ist... Was zum Teufel, da muss ich einen Thumbnail von machen, sorry. Wie geil ist das denn? Was sind da nur nicht was auf einer Eisscholle? Beste. Alter, ist das geil, Beste. Sorry, ich muss mal kurz. Was macht das hier? Wo ist es? Was macht das hier zum Teufel? Und chillt das hier seine Base? Lebt das überhaupt noch? Beauty-Schwanz vielleicht daraus haben? Das macht keinen das Basket nicht, das ist halt. Beauty da hinten? Will 10 sein. Ja, cool, hinten. 95, na. Kann es halt nicht füttern. Kann ich aber auch nicht an den Narkotik füttern. Wenn es nicht jetzt das Maul aufmacht, kann nichts machen. Macht? Wölfe machen auf jeden Fall was. Hi. Cool, cool, cool. Ich möchte jetzt hier weg. Ich möchte jetzt hier weg, danke. Ich würde es mal einmal mitnehmen hier rüber. Dann kann es sich hier vielleicht ausruhen. Oh, geil. Lass uns mal hier. Wenn die anderen da gleich, wenn es sich ein bisschen abgeregt hat, würde ich auch mal gleich gucken, ob es die anderen. Sind wir anscheinend schon Better Dino-Not. Zumindest Schaden kriegen. Noch nicht. Okay, dann sind das nur die Einstellungen. Recall Damage kriegen, aber anscheinend noch nicht. Nur die Einstellung zu da, aber noch nicht das Game Zeugs. Mal noch Akku auf mich? Was schildert er da jetzt einfach so an? Ja. Mal hier hin. Genau. Und jetzt fliege ich einfach gerade hoch. Dass er sein Leben leben kann. Egal, wer hat es jetzt gleich geschafft? Oh mein Gott, ist der. Nur Level 5er. Mal den hier kurz sein Leben leben. Mal kurz außer
kann in der Reichweite fliegen, so. Was ist? Das kann Nico einmal angucken. Und dann würde ich wieder hin zurückfliegen. Ich würde, glaube ich, vorher den Galvarix in die Base bringen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Deinonychus oder beim Calico, je nachdem, wie es aussieht bei denen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!